So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Der Zeitplan sagt, wähle eine Aufgabe. Bezahle Gold, um deine aktiven Fallen zu verbessern. Bezahle Gold, um deine aktiven Monster zu trainieren. Und kümmere dich um Probleme im Büro und den alltäglichen Verwaltungswahnsinn. Herzlich willkommen zu Legend of Keepers. Ja, keine Ahnung. Bezahle Gold, um deine Fallen zu verbessern. So, das klingt jetzt richtig cool, ne? Das ist minus 20 Moral, das ist schon krass, ne? Verursachter Schaden bei Moralverlust um 30% erhöht. Ja, können wir das verbessern? Danke sehr. So. Also 10 und 30 Körperschaden ist ein Riesenunterschied, oder? Machen wir auch noch. Sotterle. Das haben wir doch. Können wir das verlassen? Woche 3. Okay. Händler. Ist erst wieder bei Woche 5 Abenteuer. Okay, okay, okay. Kaufe diesem skrupellosen Händler Monster und Fallen ab. Okay, was ist das? Steuereintreiber steht vor der Tür. Zum Glück trinken sie Blut. Okay, und... Kümmere dich um Probleme im Büro. Ich will aber nicht. Muss ich das? Wahrscheinlich muss ich das, ne? So, Müllrutsche. Die Arbeitergewerkschaft hat eine Forderung gestellt. Ein anonymer Kasten. Was? Ein anonymer Kasten für Vorschläge von Angestellten. Auch wenn sie nicht schreiben können, erhöht diese einfache Geste die Moral. Allerdings brauchen sie nicht zu wissen, dass ihre Vorschläge direkt im Müll landen. Plus 1 Motivation. Ja, okay. Machen wir mal. So, Woche 4. Verwende Blut oder Tränen in anderes... Ach, verwandle Blut oder Tränen in andere Ressourcen. Ah. Ja, kann ich aber nicht viel mit anfangen gerade, ne? Also, jetzt gerade ist ein bisschen schlecht. Aber, nice to know. Okay. So. Und jetzt beginnt das Abenteuer wieder. Vorbereitungsphase. Okay, wir haben einen dicken, nackten Mann. Gao, der Novize. 39 Eisschaden. Verwendet Frostbeule auf alle Monster. Wendet Frostbeule auf alle Monster an, wenn das Leben des Ziels unter 50% ist. Okay. Also es geht hier sowieso nur um Falle. Okay. Und dann kommen wir uns. Ich nehme mal das Versammlungshorn. Das ist so ekelhaft, ne? Bestätigt. Weil jetzt kommt jemand ins Spiel. Was hat er? Ach, das ist hier. Orlando Bloom. 50 Naturschaden, wendet Gift an. Also ist ein sehr giftiger Heini hier, der Schurke. Und sie macht ziemlich Entfernungsschaden. Okay, dann müssen wir... Schauen wir jetzt mal. Ihn setzen wir wieder dahin. Jetzt kommt er dazu. Das wäre geil, wenn er hier einen... Wenn er jemanden ausboten könnte. Da war die Reihenfolge, die ich hatte, eigentlich ganz okay. So. Noch eine Falle. Ich hätte gerne die Kreissäge noch zu guter Letzt. Und dann kommt der Peitschenmeister. Prepare to die. Krass, die Moral ist schon gesenkt. Und wir haben jetzt richtig Bock, hier den auf die Mütze zu geben. Okay. Alter, one hit? The fuck? So krass, Alter. Keine Chance wahrscheinlich, ne? Aber okay, jetzt soll es auch richtig zur Sache gehen hier, ne? Jetzt ist er betäubt, aber das nützt nichts, weil er bis dahin ist der Typ hier niedergesetzt. Egal, auch wenn er jetzt nochmal dran käme. Naja, okay. Dieser Dungeon läuft ja toll.
Lass keine Gnade walten. Wende aufgebracht auf die nächste Monstergruppe an. Einschüchterung. Minus 24 Moral. Okay. Senken wir mal kräftig ihre Moral. Mal sehen, ob das hilft. Ja, er kann auf jeden Fall die nächste Runde nicht mitspielen. Das ist schon mal ganz praktisch. Alter, die hat aber auch einen Zug drauf, ne? Mach mal Feuerball, Junge, oder? 9 Moral. Ja, guck mal, minus 30 Moral und 60 Feuerschaden. So, Brustarm im ganzen Bereich. 15 Eisschaden und verlangsamt. Ja, versuchen wir mal. Ach, Frostatem, nicht Frostarm. Okay. Ich hoffe, dass sie langsamer sind dadurch. Vorne oder den ganzen Bereich? Ne, wir müssen auch mal Schaden machen. Ne? Wir müssen jetzt auch mal. Er hat hier schon. Ne, ist ordentlich verlangsamt, entsetzt. Bluten tut er auch. War nochmal krasse Feuerball hier. Ah, er sagt mir dann auch, wie sich das auswirkt auf die jeweilige Person. Habe ich jetzt leider erst gesehen. Ist aber nicht schlimm. Werfe doch so Mentos in die fiese Fratze. Dann ist die jetzt auch kaputt. Schreckensschrei. Oder 20 Moral nochmal. Senken wir nochmal die Moral. Vielleicht rennt ja gleich noch einer weg. Den fehlt ein Arm. Der macht einen Gong. Komm schon, ist er jetzt auch mal dran, bitte? Wow, okay. Das hilft alles nicht gerade, ne? Aber wir können ihm hier ordentlich Schaden noch zufügen. Bevor er gleich zum Boss kommt, wird das schon helfen. Okay. Das wird nichts. So, die haben keine Chance mehr. Die sterben allein schon an ihren Blutungen. So, man muss gar nichts machen. So, Unterwerfung. Was war das? Lauf einfach weg, du Stück. Sehr geil. Das sind aber wieder coole Figuren, ne? Guck mal, Helden getötet, 8 Blut, Helden verwundet, 5 Tränen, Dungeon verteidigt, 100 oder 111 Gold sogar. So, Rexor, Skeletthund Level 1, darf ich vorstellen? Das ist Rexor, 30 Körperschaden, wendet Bluten an. Okay, minus 15 Leben beim nächsten Zug. Ja, passiv, wendet verbesserte Resistenz auf das vordere Monster der Gruppe und garantiert kritisch auf das hintere. Also wenn du den in die Mitte stellst, ist das ganz geil. Das ist ein Supporter, würde ich so behaupten. Der Goblin-Trommler, den hatten wir ja schon. Da habe ich mich ja dagegen entschieden, auch wenn der ziemlich coole Sachen hat. Ne? Da Verbündete. Wendet aufgebracht auf alle Monster der Gruppe an. Okay, verursacht das Schaden und Moralverlust um 40 erhöht. Das ist schon, das ist auch nicht schlecht, ne? Mhm. Ja, oben macht er 50 Schaden mit ein bisschen Bluten. Monster Hinterskelett-Soldat erleiden 15% weniger Schaden. Oh, das ist auch nicht übel. Schwer, ne? Wenn ich den in die Mitte stelle, aber er hat nicht viel Leben. Das heißt, er wird mit einem Schuss dahin geballert eigentlich. So. Nehme ich ihn? Ah, komm, ich nehm Rexor. So, Motivation. Motivation ist okay. Guck mal hier, Leoks Motivation ist schon wieder gestiegen. Ne? Ja, Frikos ist ein bisschen angepisst, ne? Aber der wurde ja auch weggesetzt. Ne? Also noch passt es, noch passt es. So. Wir waren doch schon beim Techniker. Können wir nicht hier da noch hin? Okay, dann gehen wir halt nochmal dahin, weil da irgendwo ein krasses Ausrufezeichen war. Das können wir nicht verbessern. Hier können wir überhaupt nichts verbessern. Was soll das für. Was war das für ein Beschiss? Warum war da ein Ausrufezeichen? Das ist doch Kacke. Toll. Raubzug. Entsende 3 Freiwillige, um einen Ort deiner Wahl zu plündern. Das klingt nett. Geschäftsreise. Ist das nicht dasselbe? Wähle einen Angestellten, der die Vertriebsabteilung während einer Geschäftsreise beschützt. Oh Gott. Mach mal einen Raubzug. Habe ich jetzt Bock drauf. Hm.
Wie so ein Dörfchen so wehrlos ist, oder? Da. Verletzungsrisiko 75%, ein Freiwilliger 3 Wochen, okay. Verletzungsrisiko. Achso, so. Abgelegenes Dorf. Verletzungsrisiko 5%, schon besser. Hexenring ist schlecht. Gibt aber plus 3 Motivation. Hier gibt es ein bisschen Gold. Und hier gibt es Gold und Motivation. Aber dafür ist auch das Verletzungsrisiko sehr hoch. Nee, fangen wir mal klein an, oder? Die Freiwilligen haben alle Zwiebeln von diesem Bauernhof gestohlen. Die Suppe des Bauern wird schrecklich fad schmecken. Wie grausam sie sind. Wie grausam sie sind, unversehrt zurückgekehrt. Ja, sehr schön. Mit Zwiebeln. So, jetzt kommen wir aber mal zum... Oh, jetzt ist hier, da ist jetzt wieder so ein Ausrufezeichen dran. Die Gelegenheit einer deiner Angestellten auf einen intensiven Fortbildungskurs zu klicken. Zu wenig Ressourcen. Ach, deswegen. Okay. Gucken wir mal hier. Mandible. Wir können Mandible etwas trainieren. Ich würde gerne Frikos trainieren, so. Guck mal hier. Vorne 60 Feuerschar. Ich würde den gerne trainieren, so. Das wäre nice. So, das war es jetzt auch wieder mit unserer Knete, oder? Also jetzt ist... Ja, okay. Ich muss das immer so ein bisschen hochziehen, weil das ist auf 1000... Ach, ist euch egal. Ich muss es immer hochziehen, um das hier unten besser lesen zu können. Also ich kann... Bis da, wo die Mausspitze ist, kann ich sehen. Darunter nichts. Ein bisschen blöd beim Geld. Und noch ein Raubzug. Raubzug fand ich gut. So. Und hier so ein wehrloses Dorf. Deine Freiwilligen haben eine Tanzparty mit vielen Lagerfeuern und fröhlichen Morden im Dorf auf die Beine gestellt. Das ist geil. Sie sind unversehrt zurückgekehrt und haben 102 Gold mitgebracht. Das sind geile Leute so. Ah, I almost forgot. The company owns several dungeons that need protecting. We only send teams when our specialists inform us that a group of adventurers are approaching. You will sometimes have the choice of several contracts. The more dangerous the heroes, the higher your bonus if you succeed. Okay, also manchmal haben wir thanks to the company's portal service, sending you to the other end of the world is a matter of moments. Okay, manchmal haben wir auch 2 Aufgaben, aus denen wir wählen können, ne? Abenteurer, Veteran. So, das ist... Oh, das ist aber auch direkt doppelt so schwer, ne? Hm. Und bringt auch gar nicht so viel mehr ein. Also Geld bringt es überhaupt nicht mehr ein. Im Gegenteil. Bringt garantiert weniger ein. Belohnung. Dafür gibt es aber Artefakt und hier und Meisterbonus, oder was? Achso, er zeigt direkt beide an. Und hier gibt es Meisterbonus. Versuchen wir das hier. So, Vorbereitungsphase. Legen wir nochmal los. Okay, ich werde... Also ich finde ihn eigentlich ganz nice, aber... Ich muss erstmal gucken, wen haben wir denn hier überhaupt alles? Vorne 31 Feuerschaden. Springt einmal zum Monster hinter dem Ziel... Was? Springt einmal zum Monster hinter dem Ziel über, wenn das Ziel besiegt wird. Ah, okay, verstehe. Verursacht 14 Eisschaden bei Monster mit der geringsten Eisresistenz zu Beginn jedes Kampfes. Das ist mies. Vorne 49 Luftschaden und Talent ersetzt einmal zu Beginn ihres Zuges eine ihrer Beeinträchtigungen mit einem Bonus. Mit 270 Leben. Okay, ja, blöde Kuh. Und vorne 30 Körperschaden, kaputte Rüstung, wendet und Talent wendet zu Beginn jedes Kampfes aufgebracht bei allen Helden an. Okay. Ich würde das mal so umsetzen. Ihn da. Und so. Probieren wir das einfach mal aus. So, dann gibt es hier noch eine saftige Falle. Minus 10 Moral. Okay. Ja, demoralisieren wir sie mal ein bisschen. Ja, hier ist die Falle. Hier ist der Zauberkram. Ja, hier spielt es eigentlich nur die Rolle wieder wie rum. Weil hier haben wir noch nicht so viel, so was da los ist. So. Okay, und hier kommt aber die Kreissäge hin. Und da ist dann der Boss. Fresh Meat! Fresh Meat! Schauen wir mal. Ne, der hält sich die Nüsse. Der kriegt direkt schon derbe aufs Maul. So. Okay. Beiß ihm in den Kopf.
Alter. Was? Okay, gib mir ihm ordentliche Giftsalbe. Schön allen dreien ordentlich einen einschicken. Da ist der Ork gestorben, bevor er dran war. Toll. Super optimal. Aber okay. Beiß ihm in den Kopf. Ja, könnte schon vorbei sein, oder? Ja, noch knapp, aber er ist noch mal dran. Sehr krass, okay. Mach mal die Giftsalve oder den Giftpfeil. Ich bin hin und her gerissen. Und ballern ihr da hinten 50 Naturschaden ins Gemächt. Okay. Da kriegt ihr jetzt hier eure Freunde. Aber das Moral senken war jetzt gar nicht so schlau, wie ich dachte, weil wir haben noch wirklich Moral. So, vorne 60 Feuerschaden, wendet Brände an. Oh, das funktioniert richtig gut. Wendet aufgebracht auf das nächste Monster und das ist einschüchtern, ne? Nee, machen wir hier. Hat doch ordentlich was kassiert, ist noch ordentlich, ist noch, hat noch Blutungseffekte, Feuereffekte. Der wird gleich wieder fallen. Gut, also er müsste ja eine Eisresistenz haben. So. Er kriegt richtig auf die Mütze, ne? Feuersäule vorne. Ah, Mist, das reicht aber nicht. Machen wir trotzdem. Der wird an den restlichen Effekten wird er schon sterben. So, 50 Eisschaden hinten und der Feuerart, der Frostatem. Machen wir hinten mit dem Eisklops gegen. Der kommt schon wieder nicht dran. Ach, er ist komplett nackt tatsächlich. Ah, sein Schniepel wurde zensiert. Jetzt kriegst du da hinten noch den fiesen Feuerball ins Gesicht geballert. Und den Eisblock und dann dürfte es das für die auch gewesen sein, oder? Die wird den Boss auch nicht kennenlernen. So, easy läuft das. Boah, es geht noch weiter. Hätte eben schon die Feuersäule nehmen sollen, hätten sie den Bus gar nicht erst erreicht. Aber auch selbst jetzt ist es. Sie schaffen es nicht, ne? Sie erreichen den Boss nicht. Nicht mal die Falle. Die Kackloops. Oh, ich kann den Boss ausrüsten. Das ist auch mal geil. Guck mal, Peitschenhieb. Deswegen Meister-Upgrade, verstehe. Peitschenhieb, 80 Körperschaden bisher, 92 kommen dann dazu. Sonst bleibt es das gleiche, okay. 60 Feuerschaden getauscht gegen 72 Feuerschaden. Und brennen viermal, wenn ich das richtig begreife. So, und dann einmal einfach Kraft. Wo steht? Ah, da. Plus 8 Kraft. Ja, okay, aber die brennende Peitsche ist schon, ne? Kann man mal machen, oder? Nehmen wir die. Kann man machen. So, Mandibel muss definitiv in Rea. So. Wo war mein Monstermanagement? Da oben, ne? So. Mandibel geht in Rea und statt seiner kommt er wieder zurück. Würde ich schon machen. Ja. Das könnte man als Team machen. Dann könnte man ihn... Obwohl, der macht ziemlich krassen Schaden. Tauschen wir vielleicht hier ihn auch mal kurz in die Reha und packen ihn hier rüber in den zweiten Raum. So, okay. So. Und ja, damit sind wir dann durch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Like, Abo, Kommentar, würde ich mich immer darüber freuen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.